Wieder sitze ich in meinem Angeber-Background hier in meinem Büro, vor meinen Büchern. Aber wie gesagt, in der Wohnung ist es gerade noch zu laut. Ich kann erst in 3 Stunden nach oben gehen und vielleicht noch weitere Aufnahmen dort machen. Jetzt gleich läuft ein Film von James Gray, den ich absolut bewundere. Ein großartiger Filmemacher aus den USA. Der Film heißt Two Lovers. Er ist mit einem der wahnsinnigsten Schauspieler, Joaquin Phoenix, mit Gwyneth Paltrow. Und ich habe den jetzt vor 2, 3 Monaten im Fernsehen auf Arte nochmal gesehen. Ich hatte ihn damals in den USA im Kino gesehen. Und Arte war synchronisiert, so war aber nicht so schlimm, fand ich diesmal. Und hab dann da gibt es zweimal eine Szene, die auf dem Dach des Mietshauses spielt. Und an diesen beiden Szenen kann man sehr viel über über den Cineasten James Gray lernen, was das für ein wahnsinnig toller Cineast ist. Beim ersten Mal entdeckt oben auf dem Dach, der Filmemacher entdeckt oben auf dem Dach eine Art Aufbau, den er benutzt, um das erste Zusammentreffen der beiden Liebenden, nenne ich sie mal, so zu filmen, als ob sie wie durch ein Graphic Novel, durch ein Comicbild in verschiedene Abschnitte geteilt werden. Sie gehen um diesen Vorbau herum und sind immer wieder verdeckt von Ziegelmauern. Und jedes Mal, wenn sie hinter den Ziegelmauern erscheinen, hat man das Gefühl, dass sie einen kleinen Weg in einer Liebesgeschichte, die sie auch gar nicht haben, zurückgelegt haben, zumindest imaginär. Beim zweiten Mal, wo sie sich treffen, findet das nicht mehr statt, sondern es wird an der Ziegelmauer versucht zu küssen oder sogar miteinander zu schlafen, soweit ich mich erinnere. Das mag ich so, wenn Filmemacher und Filmemacherinnen die Orte, an denen sie drehen, nicht nur Hintergründe sind, sondern Teil der Inszenierung. Das ist für mich das, was die Franzosen Mise en Scène, also Inszenierung, nennen. Und das ist in vielen Momenten dieses Films so spürbar, der auch ein wunderbar zarter Film ist. Und ich habe Joaquin Phoenix noch nie so toll gesehen wie in diesem Film, weil er dort ein bisschen trottelig ist und gleichzeitig verführerisch. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Film, bei dem ich wiederum gerne lieber im Kino wäre. Aber den habe ich auf einer Blu-ray aus Frankreich. Den gucke ich mir vielleicht gleich nochmal an. Also, einen schönen Abend noch. Vielen Dank.